Shit. Oh, wir sind schon auf Sendung. Link zum schönen Bügeleisen nicht in der Beschreibung. War auch eine Spende voll umsonst. So, worum geht's heute eigentlich? Ach ja, um Energy Drinks auch nicht. Da sieht man mal, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Nein, heute mal ein kleiner Oldtimer. Sehen? Kann man sehen? Schön hier von allen Seiten. Ja, eine wirklich alte Luftpistole. Crossman 4,5. Kaliber 4,5 natürlich. Ja, wie beginnen wir am besten? So wie man es eigentlich kennt. Hier unten wird es aufgemacht. CO2-Kartusche rein. Wir können ja mal eine opfern. Wir werden mal überprüfen, ob das alte Gerät noch funktioniert. Es hat wirklich lange herumgelegen. Ne? Hier unten kommt immer schön Kartusche rein. Zack, alles kein Problem. Ist übrigens von Umarex. Dann wird hier geleiert. Einfach schön drehen. So. Ja, man dreht länger und länger. Das ist immer ein bisschen nervig dabei. Wir schneiden dann alles raus, was zu lange dauert. Ja, jetzt wird es interessant. Wenn es langsam fest wird, nochmal kräftig anstechen die Dose. So, nicht zu fest. Oh, ja, scheint dicht zu sein. Zack. Und Testschuss. Ist natürlich leer. Sicherung hier vorne. Auch für ganz Dumme. Ist von der Seite aus gekennzeichnet. Rot. No. Feuerbereit. Ja, funktioniert. Die Waffe ist nach dem Vorbild. Automag 2. Ja. Was gibt es dazu zu sagen? Eigentlich ganz interessant. Die Visierung ist voll verstellbar. Höhe und Seite. Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher kann man das sich schön einstellen. Das Korn vorne ist rot. Ja. Hier hinten nochmal, wenn man sehen kann in der Kamera, weiß abgesetzt die Kimme. Ja, der Hahn ist natürlich nur fake. So, na wie füllt man jetzt die BBs rein? Dieses Loch. Ich benutze zum Beispiel die. No, ist alles kein Geheimnis. Man schiebt erst diesen kleinen Hebel nach vorne, füllt hier unten die kleinen Dinger rein, lässt die Feder wieder zurückschnipsen, feuerbereit. Was eigentlich das Interessante bei der Waffe war und warum ich die damals gekauft habe. Hier oben kann man den Lauf öffnen und jetzt wird interessant, kann man zum Beispiel schöne Diabolos, Prometheus, no, wenn man es erkennen kann, no, könnte man jetzt hier hinten einfüllen einfach. Oder was noch interessanter ist, diese interessanten Teile. Einfach hier hinten reinfüllen, no, feuerbereit. Single Shot immer bloß. Währenddessen man mit BBs Double Action hat. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Ich habe es dann früher mal, ach, das ist schon 15 Jahre her, einfach mal versucht, ein bisschen auf metallisch zu lackieren. Ansonsten muss ich sagen, sie hat gehalten. Ob es die aktuell noch zu kaufen gibt, weiß ich gar nicht. Link ist nicht in der Beschreibung. Ja, lass mal Cut machen. So, ich habe gerade noch mal probiert, das Magazin zu befüllen. Also ich habe jetzt hier 16 oder 17 Kugeln von denen reingefüllt bekommen ins Magazin. Dann befindet sich dieser kleine Schnapper hier vorne. Zack, da fallen sie wieder raus. Ja, praktisch ist hier eine Feder verbaut, die dafür sorgt, dass die Kugeln automatisch nachrutschen und man schön in Double Action schießen kann. Ja. Sie ist nicht so besonders zielgenau, würde ich jetzt behaupten.
Aber es macht jedenfalls viel Spaß, damit auf Dosen zu schießen. Alleine schon deswegen, weil da ein Haufen Kugeln im Magazin sind. Also für so eine Luftpistole ist das schon okay. Vor allen Dingen damals. Blowback hat sie noch nicht. Der Schlitten bewegt sich nicht, ist alles fest. Aber dadurch ist die Gasausbeute ziemlich gut von dieser CO2-Kartusche. Ich kann jetzt aber auch nicht mehr genau sagen, wie groß die Reichweite ist. Für mich war damals interessant, mit diesen kleinen Pfeilen schießen zu können. Allerdings, ich würde mal ganz stark sagen, so nach 5, 6 Metern ist die Zielgenauigkeit vorbei und die fliegen ganz lustig in der Gegend herum. So, mit denen hier kann man auch eine relativ gute Durchschlagskraft erreichen, weil dieser Plastefuß, der hier hinten dran ist, an dem Diabolo, der dichtet schön den Lauf ab. Und dadurch, meines Erachtens, fliegen die genauer als für ein Standard-Diabolo. Ja, gut, das war's erstmal für heute. Tschüss!